der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren, zur heutigen vierten Sendung von Der existierende Mensch. Wie Sie auch wieder gehört haben in der Einleitung, Sie können gern online gehen, Sie können sich die vorigen Radiosendungen anhören. Waren ganz interessante dabei, die erste Sendung zum Thema Hilfsprojekte und Sinn, die zweite Sendung, besser gesagt, die erste Sendung war eigentlich eine Einführungssendung, zweite Sendung, was ich gerade gesagt habe, die dritte Sendung war dann die letzte über intuitives Bogenschießen und Sinn und heute ganz eine interessante Sendung, was genau das Thema ist. Die Hörer vom letzten Mal wissen es, die Hörer von diesem Mal, ja, lassen Sie sich überraschen. Auch heute wieder eine ganz eine interessante Person bei mir hier im Studio. Eine Person, die eigentlich in Pension ist. Ich würde sagen, eine Spätberufene. Eine Person, die sehr viele Ausbildungen gemacht hat. Aber um was es genau geht und um was für eine Person, da kommen wir noch drauf. Einführend zu diesem Thema, ganz eine gute Musik, was wir gefunden haben, was dieses Thema, glaube ich, ganz gut umschreibt oder umsingt. Ja, hören Sie zu. Ja, meine Damen und Herren, das beschreibt, glaube ich, ganz gut die heutige Stunde, um was es geht. Sie haben es natürlich verstanden, ganz regional, Tiroler Mundart, Pop oder ja, wie man es auch immer nennt, gell? Die Gruppe Findling war das, habe ich gestern zufällig gefunden und habe mir gedacht, wow, die passt ganz gut rein. Ja. Heute das Thema Mundart, Mundart und Sinn. Es freut mich total, dass ich zu diesem Thema Frau Lilo Gallei eingeladen habe. Lilo Gallei, unter anderem eine Mundartdichterin, Kinderbuchautorin, diplomierte Lebenslehrerin, Intuitionstrainerin und. Also ich habe da von ihr ein Kartel, da steht ganz viel oben. Erkundigen Sie sich, schauen Sie ein auf die Homepage www.sinn-los.at. Da werden Sie auch noch mehr sehen und mehr lesen von der Lilo. Aber damit Sie jetzt ein bisschen mehr wissen von der Lilo, so wie es gewohnt sein, der existenzielle Steckbrief. Lilo, Name. Lilo Gallei. Geboren. 18.02.47. Aufgewachsen. Aufgewachsen teilweise in Mauthausen in Oberösterreich und in Tirol. Lilo, was verbindest du mit deiner Kindheit? Was ich mit meiner Kindheit verbinde, ist eigentlich die Übersiedlung von Mauthausen nach Rom bei Innsbruck. Ich bin mit 8 Jahren nach Tirol gekommen, weil mein Papa geschäftlich zu tun gehabt hat. Und in Tirol habe ich das erste Mal den Berg gesehen und war total verliebt in sie. Das fällt mir sofort ein. Okay, verliebt in die Berge. Was war denn dann? Ja, wie gesagt, ich bin mit 8 Jahren nach Rom bei Innsbruck gekommen und habe eben die Berge lieben gelernt. Und 10 Jahre später habe ich geheiratet. Ein bisschen früher, eh schon wissen. Und bin aber nach Wien. Und in Wien war es dann so, dass ich doch sehr viel Heimweh gehabt habe. Und ich bin dann mit beiden Söhnen und mit dem Mann zurück nach Tirol. Und da sind wir dann ins westliche Mittelgebirge gekommen, in Götzens. Und da, mein Gott, nein, da habe ich die Berge wieder gesehen und da habe ich mir gedacht, mei, ist das schön, im Bergau gehen. Und da ist eigentlich schon das erste Gedicht von mir entstanden. Ja, Lilo, du hast ja gesagt, du hast uns auch dieses Gedicht mitgenommen. Ich glaube, das passt ganz gut. Könntest du uns das vorlesen? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen eine komplizierte Frau, weißt du? Kompliziert. Ich bin eine komplizierte Frau. Ich weiß das ganz genau. Ich habe keine Zeit für gewisse Leute. Ich bin nicht still, wenn ich es nicht will. Und wenn die anderen gehen, dann bleibe ich stehen. Ich bin eine komplizierte Frau. Ich weiß das so genau. Wenn andere auf Urlaub fliegen, will ich die Sonne
ins Zimmer kriegen. Wenn andere sich scheiden lassen, will ich die Meinung zusammenfassen. Wenn andere grantig sein, mach ich mir's fein. Ich bin eine komplizierte Frau, jetzt weiß ich sehr genau. Die anderen sagen, das ist eine komplizierte Frau. Ich sag, ja, ja, genau. Ich lebe mein Leben ungeniert. Ist das so kompliziert? Lillo, die komplizierte Frau. Bevor wir da noch genau hinkommen, Munderdichtung, Sinn, wie das überhaupt zusammenhängt, wo die Verbindungen sein. Lillo, du hast uns auch einiges an Musik mitgebracht, gell? Was soll ich denn jetzt spielen? Du, wenn ich das empfehlen darf, ich erzähle das vielleicht später. Ich bin ja die Obfrau vom Mundartkreis und wir machen momentan eine CD mit 28 Mundartautoren und Autorinnen. Und da haben wir ganz ein tolles Duo drauf. Das ist der Max und der Jakob aus Ranken. Und ich würde vorschlagen, wir spielen da einfach jetzt das erste Stückchen in Stornwanter. Ja, gern. Mundart, Dialekt, da haben wir jetzt Volksmusik gehabt. Meine Damen und Herren, die heutige Sendung Mundart, Dichtung und Sinn. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Gehen tut's ja, Sie wissen es vielleicht, die was schon öfter zuhören. Mir geht es ganz, ganz viel um Existenzanalyse und Logotherapie. Mir geht es um Viktor Frankl als Begründer dieser Richtung, Alfred Lengle als Weiterentwicklung dieser Richtung. Und wenn man da ein bisschen einliest, lest man eigentlich ganz was Interessantes auch zu Dialekt. Alfred Lengle hat das so in ein Buch hineingeschrieben unter dem Thema Werte, Berührung, Bedeutung und Wirkung des Fühlens in der existenzanalytischen Therapie. Und er schreibt da, er beschreibt eigentlich ein Therapiegespräch. Und in diesem Therapiegespräch kommt es dann zu dem Punkt, wo er schreibt, Logotherapie sollte eigentlich nur im Dialekt durchgeführt werden. Hochsprache ist schwarz-weiß, Dialekt ist Farbe. Und weiter steht da sowas wie, Dialekt ist ein wesentliches Ingredienz der Lebensqualität. Er bezieht sich da auf so einen Dialog, was stattgefunden hat, und da geht es dann um sowas wie, red man doch wieder wienerisch, hat er da geschrieben. Ja? Da kommt man mehr zum Gefühl, da kommt man mehr zu dem, wo es überhaupt lang geht, um was es überhaupt geht. Lillo, du hast uns ja erzählt, du bist eigentlich weit gereist in Österreich. Aufgewachsen oder besser gesagt geboren, was jetzt, ich glaube, Oberösterreich? In Mauthausen in Oberösterreich, in ja genau. In Oberösterreich, genau, dann herkommen, dann nach Wien. Und dann wieder herkommen. Wenn du das so hörst, Dialekt ist die Farbe, Hochsprache ist eigentlich schwarz-weiß. Stimmt das? Ja, für mich auf jeden Fall. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Mundart, wie soll ich sagen, dass man sie schätzt, dass man sie beibehält. Ich möchte fast sagen, Mundart ist die Muttersprache. Wenn ich auf die Welt komme und wenn ich die ersten Worte lerne, dann lerne ich eigentlich schon die Mundart. Und selbst wenn ich einmal in ein anderes Land gehe oder innerhalb von Österreich eben oder überhaupt ins Ausland gehe, dann ist es doch so wichtig, dass ich meine Heimatsprache, meine Muttersprache weiterhin verwenden kann. Ich merke es ja, wenn ich das als Beispiel nehmen darf, bei den Ausländern, die was bei uns eben sich schwer tun mit Deutsch reden, die reden daheim in ihrer Muttersprache, in ihrer Heimatsprache. Und ich würde es auch machen, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland leben würde, ich würde daheim meine Muttersprache reden. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und mir macht es irren Spaß, Mundart zu reden oder Dialekt zu reden, wie man so schön sagt. Muttersprache, Dialekt. Wenn wir da ein bisschen in der Literatur nachschauen, was wir da finden, auch Richtung Entwicklung von dem Ganzen, da kommen wir vielleicht dann noch ein bisschen dazu, findet man unter anderem so die Sapir-Whorf-These, beziehungsweise das heißen tut das linguistisches Relativitätsprinzip, und da steht sowas drinnen, klingt irrsinnig kompliziert, gell? Aber eigentlich heißt es, wie der Mensch denkt, genau wie du sagst, Lillo, wird ganz stark durch seine Muttersprache beeinflusst. Und daraus folgt auch, dass es bestimmte Gedanken von einzelnen Personen gibt,
die jemand eigentlich, der diese Sprache nicht versteht, auch nicht verstehen kann. Weil unsere Muttersprache färbt unser Handeln, unser Denken und so wie du sagst, so in der Muttersprache sei mal anders, als wie wenn wir jetzt irgendeine Hochsprache, vielleicht auch nochmal eine Fremdsprache sprechen. Ja. Lilo, ganz interessant, bei dir ja verschiedene Muttersprachen. Oder halt bei mir ein Fragezeichen. Gell? Wenn du sagst Oberösterreich, Rum, Wien, Rum, trotzdem wendest du die oder hast du die zugewendet, eigentlich der Tiroler Mundart. Gell? Wieso Tiroler Mundart? Wieso nicht Wiener Mundart? Wieso nicht Oberösterreicher Mundart? Naja, das ist jetzt eine ganz lustige Sache, weil ich rede eigentlich alle drei Mundarten. Mit meinem Mann daheim rede ich auf Wienerisch, aber schon anständig. Gell? Und auf der Straße rede ich Innsbruckerisch, weil ich in Innsbruck wohne. Und schreiben tue ich im oberösterreichischen Dialekt. Den vergiss ich einfach nicht. Und wenn ich in Linz bin, eben, wenn ich meine Verwandten besuche, nachher werde ich im oberösterreichischen Dialekt geredet. Also ich denke, dass die drei Dialekte oder die drei Mundarten, die gehören einfach zu mir. Und ich mag sie gern. Alle drei mag ich sie gern. Drei Mundarten. Und du kannst das wirklich auch so trennen, dass du sagst, ich rede da die Mundart, da die und da die. Oder gibt es eine eigene Lilo? Nein, das geht einfach so. Das geht automatisch. Ich komme daheim bei der Tier rein und rede Wienerisch. Und ich gehe auf die Straßen und ich rede Innsbruckerisch. Das ist überhaupt kein Problem. So wie viele Kinder zweisprachig aufwachsen, die kennen beide Sprachen perfekt und haben überhaupt kein Problem damit. Und so ist es auch mit der Mundart. Und wie ich schon gesagt habe, das gefällt mir einfach. Lilo, du hast uns ja ganz, ganz viele CDs mitgebracht. Bevor wir da weiter eingehen, sie hören, ganz ein interessantes Thema, ja, gibt es noch ganz viel zu reden. Lilo hat ganz viele Textbeispiele mit. Wir können auch dann weiter über den Mundartkreis reden, können dann auch nochmal anschauen, wie wirkt sich Mundart auf verschiedenen Bereichen aus. Lilo, was spielen wir? Du, ich würde sagen, wir spielen vielleicht noch ein Stückchen, was auf die CD aufkommt. Da wollen wir ja später noch drüber reden. Und zwar die Monti-Polka von der Ranka Volksmusikbande. Meine Damen und Herren, die Technik macht uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wir hätten das jetzt gern gespielt. Ja, wir haben es auch versucht, Sie haben gehört. Am Anfang hat es ein bisschen was gegeben, dass auch andere Musik sich eingeschlichen hat. Das macht aber auch Live-Sendung aus, ja. Also wir senden total live, wir haben nichts aufgenommen. Deswegen kommt es natürlich zu den ganzen Verhaspler und falschen Einspielungen, aber ich glaube, das macht auch die Würze aus. Ja, das heißt, wir werden dieses Lied leider nicht mehr weiterspielen. Aber ich glaube, dass vielleicht ganz gut wäre, Lilo hat ja von drei Dialekten gesprochen, in denen sie sich befindet, in denen sie sich mit was sie denkt, da kommen wir noch hin, aber nach außen auch verhaltet gegenüber ihrem Mann, gegenüber, je nachdem, wenn sie in dem sozialen Umfeld ist, Und die Lilo hat uns da ein Gedicht mitgebracht in Lilo, ich glaube, Wiener Mundart, ja, oder? Ja, genau. Ja. Das ist eine Geschichte in Wiener Dialekt und das habe ich erlebt. Also das ist eine Geschichte, was stimmt. Mhm. Und heißen tut es, wann der Vati mit der Mutti. Okay. Was meinst denn du, Vati? Werden sie uns auslachen? Red kein Stoß zusammen, Mutti, die lachen nicht. Wenn sie aber da lachen, warum sollen sie denn lachen? Die wissen es doch eh schon so lang. Ja schon, aber die Kinder von den Kindern, wissen es die auch? Na freilich wissen sie es. Ich habe ihnen alles gesagt, verlass dich drauf. Meinst wirklich? Ja, ich versprich das. Der Kleine hast das leicht auch schon erzählt. Der hab ich's auch schon erzählt und jetzt tu weiter, wir müssen gehen. Hörst, ich glaube, ich krieg ein Herz, Kasperl, so aufgeregt bin ich. Du nicht auch? Na, fahrt ist mir grad nicht und die Pumpen geht auch ganz schön schnell, aber siehst du das? Ich hab das ja gleich gesagt. Du musst deine Tabletten nehmen. Gestern auf Nacht hast du das auch schon vergessen. Hörst, du Nerv, weil du, ich weiß eh. Tu mich nicht immer so bevormunden. Ich bin ja kein kleines Baby mehr. Wirklich nicht? Geh, bitte, hörst, tu mir jetzt endlich weiter. Wir sollten heute schon die Ersten sein, meinst du nicht auch?
Ja, freilich, hast eh recht. Aber weißt, Vati, das gefreut mich schon sehr, dass wir noch dazugekommen sind. Wenn ich so überleg, wie viele Jahre wir drauf gewartet haben, zuerst ist der Krieg gekommen, dann sind die Kinder gekommen, Geld haben wir auch keins gehabt und jetzt haben sie die Kinder drum gekümmert. 2 Wochen auf Cesolo haben sie uns auch noch geschenkt. Jesus, na, glaubst du, ist dort schön? Ich kenn seit 80 Jahren nur unser Wernerstadt und den noch nicht ganz. Na, freilich ist dort schön, aber jetzt geh endlich weiter und sag schon brav ja in der Kirche, dass wir zu den italienischen Flitterwochen kommen. Ja, so kannst du gehen in Wien. Markus, mach mal wieder ein bisschen Musik. Ich hatte da was, was vor. Darf ich dir das geben? Das hat jetzt zwar mit Mundart nichts zu tun, aber schau einmal, leg das jetzt einmal auf. Und leg die Nummer 2 auf. Ich sag dir, weil das ist vom Jan Smit ist. Ganz ein wunderschönes Stückel. Mir gefällt nicht nur die Volksmusik wahnsinnig gut, mir gefällt auch die moderne Musik. Schau mal. Meine Damen und Herren, Sie hören es, Lillo Gallai gar nicht zu bremsen. Ja. Lillo Gallai zeigt mit einer, ja, mit einer Schilderung aus, sie hat selber gesagt, autobiografisch aus ihrer Kindheit, was ihr also untergekommen ist mit ihren Eltern in Wien, lebensnahe Geschichten, wo man sicher dann auch gerne hören würden, worum es das überhaupt gibt bei dir, beziehungsweise du hast mir es ja mal ein bisschen erklärt und ich glaube, das könnte den Hörer und Hörerinnen auch ganz, ganz großes Interesse bereiten, gell? Wie du überhaupt zu dem Bereich Mundartdichtung gekommen bist. Du hast mir da auch sowas erzählt, autobiografisches mit deinem Mann, aber meine Hörerinnen und Hörer, seien's gespannt drauf. Lillo wollt gern den Jan Smit, das andere ist davon nicht gegangen, also würde ich sagen, erfüll mir hier doch den Wunsch, Spielmann ein, wenn der CD-Player mitspielt. Wir probieren's. Lilo, was für eine Nummer war das nochmal? Nummer 2. Nummer 2. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, Freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Freirad, wie Sie es gehört haben, ja. Heute das Thema Mundartdichtung und Sinn. Wir haben eine richtige Bauerfrau, wenn man so auf Neuhochdeutsch sagen will, mit gewissen Anglizismen drinnen in der Sprache. Ja, also Sie haben gemerkt, eine Frau, die sich mit Mundartdichtung beschäftigt, eine Frau, die ganz, ganz vielfältige Interessen hat, eine Frau, die weit gereist in Österreich ist, von 3 Dialekten spricht, die Gedichte macht. Und meine Damen und Herren, was wollt ihr denn jetzt sagen? Ich habe mir Fragen, die Lillo da noch einmal. Ich habe jetzt erst gesagt, so Gedichte, Lebensbezug, da kommt so dieses Nahe herein, da kommt so diese, der Begegnungsaspekt herein, da kommt so das herein, so die eigene Biografie. Lillo, warum schreibst du? Wieso Gedichte, beziehungsweise wann hast du denn damit überhaupt angefangen? Ja, wie ich jetzt erst gesagt habe, wie ich von Wien zurückgekommen bin nach Tirol, also nach Götzens die ersten 3 Jahre, und wie ich das gesehen habe, die Berge, und da mir gedacht eben, meist ist schön in den Bergau gehen, ist mir aufgefallen, dass sich das reimt, und seitdem schreibe ich. Und mir fällt das einfach so ein, ich beobachte was und das reimt sich dann zufällig. Und ich finde das ganz toll, dass sich das reimt. Und ich bin im Mundartkreis, im Tiroler Mundartkreis, ich bin die Obfrau. Und es macht mir einen irren Spaß, da zu arbeiten, gebraucht zu werden, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, für meine Autorinnen und Autoren da zu sein. Und wie ich schon erwähnt habe, wir machen momentan eine CD mit insgesamt 28 Mundartautoren und Autorinnen. Da sind humorvolle Geschichten drinnen.
Und unter anderem eben auch der Max und der Jakob und die Ranker Volksmusikbande. Das hat jetzt leider Gottes nicht so hingehauen mit der Musik, aber auf jeden Fall auf der CD ist es dann oben. Ja, und der Mundartkreis, wenn ich das dazu sagen darf, der besteht schon seit 1968 und der ist in Südtirol, ist der gegründet worden. Da haben sich ein paar Autorinnen zusammengetan. Das war die Bertha Margreiter, die noch lebt, und die Rosa Erler und ein paar andere. Ja, genau, die Anni Kraus auch noch. Und die haben gesagt, mein Gott, das wäre doch schön, wenn wir uns also ein bisschen zusammentun täten. Wir schreiben alle in der Mundart. Das gehört einfach ein bisschen Rubrik, gehört da gemacht. Und so ist der Kreis, der Mundartkreis, der an den Heimatschutzverein angegliedert ist. Der Heimatschutzverein heißt Verein für Heimatschutz und Heimatpflege in Nord- und Südtirol. Und da werden Seminare gemacht. Wir treffen uns einmal im Jahr zu der Mundarttagung. Wir treffen uns einmal zum Mundarthangard, je nachdem in Unterland, Oberland, in Osttirol oder in Südtirol oder im Außerfern. Da können dann jeweils die Autoren und Autorinnen lesen, die eben dort daheim sein. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ganz, ganz eine tolle Sache. Und ich kann es nur weiterempfehlen, in Mundart zu schreiben. Und wenn wer schreiben will, dann, Markus, das sagst dann du, wie das weitergeht, wohin sie sich melden sollen. Ja, sage ich gern. Wenn sich heute auch jemand da in unserem Studio melden möchte, ruft's an. Die Telefonnummer findet ihr entweder auf www.freirad.at oder auf der Homepage www.sinn-los.at oder wenn es euch gerade ein Plattel nimmt, sage ich es euch an. Die Telefonnummer wäre die Innsbrucker Telefonnummer 0512 56 02 91 11. Innsbrucker Vorwahl 56 02 91 11. Könnt ihr gerne anrufen, würdet hier in die Sendung kommen und könntet mit meinem Studiogast, der Lillo, reden, Fragen stellen, euch ein bisschen einmischen zu diesem Thema. Ja, schaut mal. Ja, wir haben so gehört, wie die Lillo dazukommen ist. Thema Mundart. Mir geht es ja bei dieser Sendung eigentlich ganz stark um das, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gewisse Zugänge zu vermitteln. Zugänge zu einem Bereich, wo wir sagen würden, zu einem eigenen Sinn. Zu einem Sinn, ich würde jetzt einmal sagen, nicht des Lebens, so dieser höhere Sinn, sondern ganz klar so Sinn, warum ich denn was tue, warum ich jetzt mit Ihnen rede. So Sinn, wo ich einfach merke, da schöpfe ich was aus der Situation heraus, da gibt mir was. Frankl hat einmal sowas gesagt wie, Sinn ist jeweils die beste Möglichkeit in der Situation, und da sind wir bei einem Bereich von ganz was Wesentlichen. Da sind wir so bei so Fragen wie, wofür lebe ich? Oder wofür will ich denn einmal gelebt haben? Auf einer großen Ebene, aber auf der anderen Ebene auch so, passt das, was ich jetzt mache? Steht er dahinter? Ja? Bringt es mir was? Bringt es Erfüllung? Und da möchte ich und habe ich bis jetzt und werde ja weiter eben interessante Personen einladen hier im Studio, mit denen ein bisschen diskutieren über ihren persönlichen Zugang. Mir geht es ganz fest um Begegnungen. Begegnungen, da wo zum Beispiel mal Martin Buber gesagt hat, wenn wir uns auf Begegnungen nicht mehr einlassen, verlieren wir einen entscheidenden Bestandteil unseres Lebens. Es ist so, als würden wir aufhören zu atmen. Und ich glaube, das ist schon was Zentrales. Gell? Im Leben geht es um Begegnungen. Im Leben geht es um das, dass wir nicht alleine lebensfähig sind. Der Mensch ist nicht darauf ausgerichtet, allein zu sein. Sagen wir vielleicht phasenweise, dass sich jemand als Eremit zurückzieht, okay. Aber ansonsten brauchen wir Begegnungen. Wir brauchen Begegnungen am Anfang durch unsere primären Bezugspersonen, was sein können Eltern, was sein können ein Elternteil, was sein können Großeltern. Wir brauchen jemand, was da ist für uns. Und wir brauchen auch im Laufe des Lebens jemanden, mit dem wir uns austauschen können. Ja? Wo wir einfach merken, wo wir spüren, wir können da sein, so wie wir sein. Wir brauchen uns nicht verstellen. Wir brauchen nicht spielen. Ja? Und genau um sowas geht es mir hier in der Sendung. Und deswegen auch dieser Austausch.
Und ja, Sie hören, mir taugt selber da herinnen. Ich hoffe, mein Studiogast taugt es auch. Und ich möchte jetzt auch noch einmal andere mit hereinbringen. Sie haben es vielleicht gehört, letzte, vorletzte Sendung. Ich habe auch immer wieder so Interviews gemacht mit Personen zum Thema Sinn. Was macht denn Sinn? Und da möchte ich jetzt einige zu Wort kommen lassen. Ja, hören Sie mal zu. Sinn, Gedank, 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 Gedank. Gedanken mit Sinn. Der Sinn. Da fällt mir sofort ein, Sinn des Lebens, Monty Python, also ganz verrückte Sachen, aber grundsätzlich bin ich gerade gestern am Abend sehr lange im Büro gewesen, ungewöhnlich lang, bis 7 und bin dann heimgefahren und habe mir gedacht, das ist überhaupt nicht mein Sinn des Lebens, dass ich ewig in der Arbeit sitze und meine Freizeit schrumpft oder Familienarbeit, die ich auch zu machen habe, schrumpft auf 0, irgendwas. Also Sinn heißt für mich Zeit haben für die Sachen, die ich gern tue. Ich arbeite auch gern, aber ich bin auch gern umgeben von Leuten, die ich schätze, die ich mag, die Freunde sind, die Familie sind, die interessant sind, dass ich mich mit Sachen beschäftigen kann, die mir bekannt sind und dass ich mich mit Sachen beschäftigen kann, die neu für mich sind. Also beides gibt mir Sinn in meinem Leben. Verrückte Sachen finde ich auch manchmal ganz spannend und sinnbringend und strukturgebende, bestätigende, sich wiederholende Sachen. Also die Frage des Sinns ist natürlich eine sehr umfassende. Und ich denke mal, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr materialistisch orientiert ist und in der der Sinn vielfach darin gesucht wird, erfolgreich zu sein, materiell erfolgreich zu sein, viel Geld zu haben und das auch zur Schau zu stellen, auch beruflich erfolgreich zu sein, was auch Hand in Hand geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine große Gegenbewegung, die man so als Sinnsuche bezeichnen kann, und viele verschiedene Strömungen. Für mich persönlich kann ich das jetzt vielleicht am ehesten so beantworten, dass ich sage, die Frage des Sinns ergibt sich aus dem Leben selber und ist jetzt vielleicht gar nicht einmal so eine wichtige. Ich würde ein sinnvolles Leben als ein Leben erachten, das so dem so achtvoll und im gegenwärtigen Moment gelebt wird. Auf was ich immer mehr komme, was für mich Sinn macht, für andere Sinn macht, ist vor allem immer der Moment. Der Moment, in dem man fühlt, in dem man sich gerade befindet, in dem man Sachen erspürt, erfährt, gefühlsmäßig einfach in sich aufnimmt. Momente, in denen es ruhig ist, Momente, in denen man sehr achtsam ist und aber auch Momente, in denen man Dinge tut, die man wirklich mit Leidenschaft tut. Wobei das mit Leidenschaft immer verbunden ist, mit die Kraft, die Leidenschaft. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil die Leidenschaft ist aber auch so Salz im Leben. Sich für etwas wirklich zu interessieren, wirklich mit Herz und Seele, also und Körper bei einer Sache zu sein und die wirklich zu leben, zu tun und sich in dem Moment wirklich zu spüren. Ich glaube, das ist so der zentrale Sinn. Das ist das wirklich Essentielle. Sinn, Gedank, 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 Gedank. Gedanken mit Sinn. Meine Damen und Herren, Munderdichtung und Sinn. Einige interessante Gedanken haben Sie eben gehört. Lilo, bevor wir da weitergehen, du hast mich zuerst so ein bisschen gebeten, halt, wir dürfen da was nicht vergessen. Du wolltest ja, glaube ich, noch, dass wir irgendwas einspielen. Ja, ich wollte bitten, dass du vielleicht ein Salsa-Stücklein tust. Du kennst ihn, Rudi, du kennst ihn gut auch. Ich kenne ihn vielleicht ein bisschen besser. Und ich habe mir gedacht, wenn wir ihm ein Salsa-Stückl widmen. Ja, auf alle Fälle spielen wir für einen Rudi, für Mr. Kababur, Hondabur und wie auch immer ein Salsa-Stück. Salsa-Rhythmen, wie Sie hören, ganz international. Zuerst haben wir gehabt Findling, Tiroler Band, dann haben wir den noch alles gehabt. Wir haben Zierkogel gehabt, wir haben was Italienisches gehabt, jetzt haben wir Salsa gehabt, also ganz, ganz viel. Genau, wir haben Jan Smith gehabt, genau, ja. Jetzt habe ich für Sie noch, meine Damen und Herren, hier bei Der existierende Mensch auf Freirad 105,9
9 oder im Internet auf www.freirad.at. Noch, glaube ich, ganz eine gute Geschichte gefunden von Der kleine Prinz. Hat es dann ein bisschen verändert, der Helmut Glatz. Finden es schön im Internet, wenn Sie suchen. Der kleine Prinz und der Dichter. Und da möchte ich Ihnen gerade einen Teil davon vorlesen. Und ja, schauen wir, was die Lilo dazu sagt. Eines Tages kam der kleine Prinz zum Dichter. Der Dichter saß an einem Schreibtisch und schrieb Wörter in ein Buch. »Was tust du da?« fragte der kleine Prinz. Es dauerte eine Weile, bis der Dichter den Kopf hob und dem Ankömmling antwortete. »Ich dichte«, sagte der Dichter. »Was ist das Dichten?« wollte der kleine Prinz wissen. »Dichten ist, sich mit der Sprache zu beschäftigen, mit Wörtern und Sätzen umzugehen.« »Wieso gehst du mit ihnen um?« fragte der kleine Prinz verständnislos. »Ich verwende die Wörter und Sätze, ohne mit ihnen umzugehen, einfach so.« »Das ist falsch«, rief der Dichter eifrig und stach mit seinem Kugelschreiber in die Luft wie ein Degenfechter. »Die Sprache ist etwas Kostbares, man muss sie sorgfältig behandeln, sonst geht sie kaputt.« Lilo, Sprache, Dichten, Kunst, wenn du das so hörst. Der kleine Prinz, wie man erkennen, einige von Ihnen haben sicher gelesen, wer es noch nicht gelesen hat, also lesen Sie rein. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut, schön, nicht nur für Kinder, sondern eigentlich Märchen oder ja, ganz, ganz viel Inhalt auch für Erwachsene. Gell? Und Lilo, du hörst so den kleinen Prinzen, der ganz lebensnah sagt, Dichten für ihn, da geht es um, ja, es geht vielleicht, könnte man so sagen, zum Beschreiben von der Welt, so ein bisschen offen sein, schauen, was kommt und ich lasse mich überraschen. Und wir haben auf der anderen Seite so diesen Dichter, der sagt, nein, es muss ganz klar strukturiert sein, es gibt Regeln, nur nach denen darf man dichten. Lilo, wie dichtest du? Was den kleinen Prinzen anbelangt, darf ich dazu sagen, dass das eine Autorenkollegin von mir in Dialekt umgeschrieben hat. Und zwar war das die Annemarie Regensburger. Und das ist ganz eine tolle Geschichte. Sehr empfehlenswert. Was das Dichten anbelangt, also meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung, Dichten heißt für mich Schreiben. Einfach einmal anfangen zum Schreiben. Sei es gereimt oder ungereimt, sei es Aphorismen, sei es Geschichteln oder was auch immer. Es ist einfach wichtig, dass man mal anfängt, dass man sich selber durchliest, dann merkt man, dass vielleicht die Melodie der Sprache nicht so passt, dann merkt man vielleicht, dass der Reim nicht passt. Man kommt da selber drauf und kann sehr viel dran arbeiten. Natürlich kann man auch in der Mundart lernen, wir haben Seminare, Schreibwerkstatt und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber am Anfang, ich werde immer wieder gefragt, ja, ich traue mich nicht, ich kann das nicht. Wohl, anfangen, schreiben, durchlesen und dann merkt man es. Und es ist wirklich ganz eine tolle Sache. Das ist meine Meinung. Anfangen, meine Damen und Herren, Sie hören es, wie Sie das letzte Mal gehört haben beim Beitrag, da glaube ich, habe ich es gebracht, auch so ein Zitat von, ich glaube, der Frankl war es. Ja? Das Zitat, da ist es um das gegangen, es geht ums Anfangen. Es geht nicht um das, durchzuhalten und zum Ziel zu kommen. Fangen Sie an. Das andere kommt dann oder kommt auch nicht da. Aber primär geht es zuerst einmal ums Anfangen. Das heißt, wenn der Wunsch in Ihnen steckt, Sie täten es gern. Dann probieren Sie es. Gehen Sie es an. So wie die Lilo sagt, vielleicht am Anfang könnte ich mir vorstellen, eher auf der Seite vom kleinen Prinzen, unvoreingenommen, drauf losschreiben, einmal schauen, wie taugt es mir, was kommt daher, ohne große Wertvorstellungen. Und dann sehen sie und dann lesen sie durch, dann holen sie ihnen Hilfe. Ich finde es ganz schön, wie du sagst, auch beim Mundartkreis gibt es Seminare. Ja, wendet euch hin, wendet euch auch an die Lilo. Wenn ihr die Adresse haben möchtet, wenn ihr die Telefonnummer haben möchtet, dann bitte auf die Homepage gehen. Homepage heißt www.sinn-los.at. Den ersten Link anklicken
Und da steht dann genau über die vergangenen Sendungen etwas geschrieben und auch über zukünftige Sendungen und natürlich auch etwas über meine Studiogäste. Das heißt, da kommen sie dann drauf, da kommen sie dann dahin zur Mundartdichtung, sie kommen auch zum Mundartkreis. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen das letzte Mal Auszüge vorgelesen, so aus dem Buch Sinnvoll Leben von Alfred Lengle. So ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen sowas, wo Sie sich Fragen stellen könnten, wenn Sie wollten. Und da möchte ich heute auch noch mal ganz kurz was vorlesen. Die Überschrift wäre hierzu Sinn, Spuren, gehen tut's um, in dem Fall, um ein Ziel. Es geht um wertvolle Sachen, es geht um das, was tun könnten. Da stehen so 5 einfache Punkte, was machen könnten. Erster Punkt wäre, vergegenwärtigen Sie sich ein Ziel, das Sie unbedingt erreichen wollen, es bisher aber noch nicht geschafft haben. Ein Ziel, wollten Sie gern, haben Sie bis jetzt nicht geschafft. Erster Punkt, um was handelt es sich? Was ist da? Der zweite Punkt wäre, fragen Sie sich, was auf dem Weg zu diesem Ziel packt mich, fasziniert mich. Das heißt, da geht es wirklich um den Gehalt von dem Ziel. Gell? Warum will ich das überhaupt erreichen? Was ist da drin? Was ist so die Essenz von dem Ganzen? Der dritte Punkt, was erlebe ich beim Tun? Mit mir selbst und mit dem anderen. Das heißt, da geht es darum, wenn ich das mache, was mir so wichtig ist, was erlebe ich denn da? Was steckt denn da drinnen? Der vierte Punkt, so ähnlich, auf was Gutes gerichtet, worin liegt das Schöne, das Wertvolle dieser Aufgabe? Was ist so wertvoll, was ist so schön, damit ich genau dieses Ziel erreichen möchte? Und der fünfte Punkt, ich glaube, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wir sind alle eher dahin gerichtet, dass wir sagen, okay, wenn, dann will ich dieses Ziel erreichen, wenn ich es nicht erreicht habe, dann habe ich versagt. Ich würde sagen, ein Schmarrn. Fünfter Punkt, angenommen, Sie werden Ihr Ziel nicht erreichen. Warum könnte es sich dennoch oder gerade deshalb gelohnt haben? Es geht auch um das, es geht auch um den Weg, es geht um das, ich beginne mich auf den Weg, ich mache was und das Machen taugt mir. Schön, wenn ich das Ziel erreiche. Aber gehen tut es wirklich um das, loszugehen, was zu machen, zu tun. Lilo, lang haben wir nicht mehr die Zeit, rennt auch heute. Das heißt, Lilo, wir haben so viele Sachen noch. Wir wollten nur über so viele Sachen reden. Wir wollten über deine Kinderbücher reden, zum Beispiel. Du hast noch so viele Unterlagen mit, aus denen du lesen wolltest. Du hast noch so viele Gedichte. Es tut mir dir recht leid, dass wir das nicht mehr alles einbringen können. Lilo, 2 Sachen. Erste Sache wäre Sinn. Ganz kurz, was fällt dir dazu ein? Und der zweite Punkt wäre, vielleicht lese uns noch irgendwas vor, wo du sagst, das möchte ich uns zum Schluss noch mitgeben. Ja, Sinn. Sinn, wunderbarer Sinn. Der Sinn für mich im Leben, das heißt Schreiben, Natur, gebraucht werden im Mundartkreis, Verantwortung übernehmen, wie ich schon gesagt habe, langlaufen gehen. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben. Das ist für mich der Sinn. Auch hier total vielfältig, Sie hören es. Lilo, möchtest du uns noch kurz was vorlesen? Ja, ich habe ja 3 Kinderbücher geschrieben. Und von den Mundartbüchern habe ich auch 3 geschrieben. Und eines der Kinderbücher heißt Katharinas Träume. Das ist zweisprachig geschrieben, in Deutsch und in Italienisch. Und ich sehe nämlich da drüben eine CD mit italienischer Musik. Vielleicht geht sie das noch aus. Und wenn ich so ans Italienische denke, dann denke ich an meine Italienischkurse, wo ich gegangen bin. Und da geht es manchmal recht lustig zu, im Italienischkurs. Italienisch gehen heißt frequentare. Über das ganze Jahr und nachher gibt es Mangiare.
klarerweise italienisches Futter mit Olivenöl und ohne Butter. Italienisch lernen, nix Probleme, wir kapieren jedes Thema. Nudeln, Fleisch und Vino, Kuchen, Schlagern, Cappuccino, Urlaub, Meer und Strand, nette Mädels, allerhand. Viele Drinks und Amaretto, Dolce Vita, gar Aletto. Aletto heißt ins Bett. Studiare Italiano, das ist nett. Nachher bist du perfettito. Hast mir jetzt Capito? Ja, Lilo. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Heute Sendung Munder, Dichtung und Sinn. Wer sich informieren will, bitte auf www.sinn-los.at. Wer will, schaltet bitte bei der nächsten Sendung wieder ein. 4. Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Er ist der Donnerstag im Monat. Dann geht es um ein ganz interessantes Thema wieder. Das Thema wäre Nähren und Sinn. Nähren, Ernährung oder wie auch immer. Da kommen wir dann schön drauf. Ja, danke, dass Sie zugehört haben. Ja, Lilo, probieren wir es vielleicht. Italienisches Lied, welche Nummer? Nummer 2, gut. Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen sinnvollen Abend. Danke fürs Zuhören.